Moin moin und willkommen bei Custom Legends, euer Gaming- und Unterhaltungskanal. Heute mit nicht so ganz erfreulichen Nachrichten. Ich habe eine Abmahnung von Nintendo erhalten, mit einem Streitwert von über einer halben Million. Ich musste 87 meiner Videos offline nehmen. Ich musste sämtliche Dienstleistungen hinsichtlich Modding etc. auf meiner Website oder sonstige Werbemaßnahmen oder wie auch immer das wie auch werten könnte, runternehmen und offline nehmen. Und ja, ist eine komplett Vollkatastrophe, würde ich mal sagen, ne? Aktuell habe ich gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich habe aktuell auf meinem Privatkonto 40 Euro knapp übrig. Auf meinem Geschäftskonto bei LexOffice habe ich gerade mal 90 Euro übrig. Ich habe nächsten Monat Rechnungen, die abgehen. Mehr als 300 Euro, entsprechend noch Miete, alles. Ich habe gerade aktuell überhaupt gar keinen Plan, wie es weitergehen soll. Zusätzlich, dadurch, dass ich ja keine neuen Einnahmen keinster Form irgendwie generieren kann, da ja sämtliche Dienstleistungen, die ich bisher angeboten habe, komplett von einem auf den anderen Tag quasi nichtig sind, ich nicht nur mit dem Verkauf von den MIG-Produkten nicht weitermachen kann. Ich musste alle MIG-Produkte, die ich noch besessen habe, komplett zerstören. Ich war in der Lage, die letzten Bestellungen auszustellen, die noch offen waren, und musste dann, bevor ich sie zustellen konnte, sie leider zerstören, weil ich mich sonst einer Vertragsstrafe von einer halben Million strafbar gemacht hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das ganze Jahr praktisch von morgens bis abends daran gearbeitet, für euch diese Module irgendwie bereitzustellen. Ich habe keinerlei Gewinn daran irgendwie dran gemacht. Und bin jetzt auch nicht in der Lage, die letzten Bestellungen auszuführen oder die zu retournieren. Das ist eine komplette Vollkatastrophe. Das Krasse ist an der Stelle, wie man bedroht wird, wie man eingeschüchtert wird, so wie einem versucht wird, klarzumachen, dass man sich ja eigentlich überhaupt gar nicht wehren kann, so. Und ich würde das gerne mit euch nochmal ausführlich in einem Livestream besprechen. Ich muss mich nur erstmal auch in den nächsten Tagen erstmal sammeln und darüber auch nachdenken, das erstmal wirken zu lassen. Ich weiß nicht, wie das in den nächsten Tagen jetzt weitergehen soll, wie ich meine Rechnung bezahlen soll, wie ich überhaupt neue Umsätze generieren kann, dass ich überhaupt in der Lage bin, meine laufenden Kosten zu decken. Und ja, ich bin immer bereit für Vorschläge, wenn ihr welche habt. Soweit, wie ich mitbekommen habe, gab es auch andere, die eine Abmahnung von Nintendo haben. Die können vielleicht mal auch ihre Erfahrungen dazu posten oder mich kontaktieren. Soweit ich erfahren habe, gab es da auch einen amerikanischen Modder, der sich da entsprechend ohne Anwalt zur Wehr gesetzt hat. Aber dazu gibt es keine weiteren Informationen im Internet, außer dass er alles von Nintendo halt einfach abgelehnt hat und denied hat. Und er ist auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da genau die Strategie von ihm ist. Letzten Endes bin ich halt der Meinung, dass man auch nicht sich alles gefallen lassen muss und aufgeben darf, aber in schwierigen Zeiten muss man halt einfach auch mal durchhalten, Zähne zusammenbeißen. Und ich hoffe auf eure Unterstützung. Ich muss irgendwie die Anwaltskosten in den nächsten Monaten irgendwie bezahlen können. Und
Ich wünsche euch allen alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Castle Legends, euer Gaming- und Unterhaltungskanal.